Also, jetzt wird auch von Anfang an dabei, die der Titel und Marke Kunde bei der diesjährigen Tour de France, der Tyler Feller. Und Martin Kurz hat hier Friedemann aus der Überraschung, meine Damen und Herren, damit die Bronzemedaille an den Mann aus dem Südbadischen, den aktuellen Europameister und Etappensieger der Flèche du Sud, Julian Kern. Die Siegerehrung nimmt vor Herr Holger Knispel, Vorstandsmitglied der Sparkasse Muldental. Und dann der Steffen Arnold, einer der Orgleiter, Vorstandsmitglied der RSG Muldental, er überreicht einen Muldenstein. Also das ist beinahe wie der Flandern-Rundfahrt oder Paris-Roubaix mit Muldenstein. Also recht herzlichen Glückwunsch an den Drittplatzierten. Julian Kern aus Südbaden, aus Eichstätten, Dritter dieser deutschen Meisterschaft, der strahlt. Also ist selber vielleicht ein bisschen überrascht von diesem tollen Resultat bei dieser deutschen Meisterschaft. Wir haben ihn heute Morgen schon einige Male angesprochen. Wir haben während der deutschen Meisterschaft mehrfach über ihn geredet. Sieger der Deutschlandtour, Träger des gelben Trikots bei der Tour de France und Etappensieger der Tour de France, meine Damen und Herren. Das ist der zweite der deutschen Meisterschaft, denn damit die Silbermedaille an Linus Gerdemann. Die Siegerehrung wird vorgenommen vom Oberbürgermeister der Stadt, zum Herrn Matthias Berger. Und den Stein überreicht der Direktor von Neuseen Classics und Mitveranstalter der Deutschen Meisterschaft, Harald Redepenning, Vorsitzender Neuseen Sport. Linus Gerdemann auf Platz 2, die Silbermedaille, und wir kommen zum Deutschen Meister des Jahres 2007, der Deutsche Meister des Jahres 2008 und Deutscher Meister 2012, Fabian Wegmann! Die Siegerehrung wird vorgenommen von Herrn Peter Streng von Bund Deutscher Radfahrer. Albrecht von Wernesgrüner. Wir sind ja gespannt, ob der Fabian diesen Krug, wie wir sind da drin, Herr Albrecht, 1 Liter Fleisch schaffen ist auf Ex. Nach 201,5 Kilometer. Mal sehen.
Fabian Wegmann also zum dritten Mal Deutscher Meister, Sieger beim Rennen rund um den Finanzplatz in Frankfurt, Sieger beim Grand Prix Miguel Indurain, zweimal hat er dieses Rennen in seiner Laufbahn gewonnen und heute der erste Saisonsieg für den gebürtigen Münsteraner. Meine Damen und Herren, das sind die ersten drei. Julian Kern im Trikot von Le Patrick, der Luxemburger Mannschaft, Linus Gerdemann, Rady Schreck-Distantrek, Fabian Wegmann im Trikot der US-amerikanischen Mannschaft, Garmin Barracuda. Ich glaube, wir haben hier und sehen hier einen sehr, sehr würdigen deutschen Meister, der zu Recht gewonnen hat. Ich glaube, der Radsport hat in den letzten Jahren nicht mal die leichtesten Tage gehabt. Dementsprechend dürfen wir uns hier wirklich für die sehr zahlreiche Anteilnahme bedanken und auch für die Organisatoren. Es war wirklich ein sehr, sehr gelungenes Event und dementsprechend, glaube ich, war das für den Radsport sehr, sehr wichtig.